Mit dem Tode der Schauspielerin Christina Söderbaum endet ein Kapitel deutscher Filmgeschichte. Die in Schweden geborene Christina Söderbaum war die Tochter eines Chemieprofessors, der zeitweilig Vorsitzender des Nobelpreiskomitees war. Sie besuchte Internate in Frankreich und der Schweiz, bevor sie als 24-Jährige nach Berlin kam, um Kunstgeschichte zu studieren. Nebenbei nahm sie 2 Jahre Schauspielunterricht und gab 1936 ihr Debüt in der wenig beachteten Fritz-Reuter-Verfilmung Onkel Bräsig. Nach nur 2 Hauptrollen bei dem Regisseur Veit Harlan wird sie 1939 auch seine Ehefrau. Mit dieser Heirat wurde sie im gleichen Atemzuge deutsche Staatsangehörige. Im gleichen Jahr wird ihr Sohn Christian Veit geboren. Söderbaum spielt ausschließlich unter der Regie ihres Mannes, so auch in Das unsterbliche Herz von 1939. Sie ist die vernachlässigte Frau eines besessenen Genies, dem Erfinder der Taschenuhr, Peter Henlein. Die Stadt Nürnberg hat ein großes Vermehr. Astrid Dürer, Hans Sachs, Peter Henlein sind die großen Namen. Dein Wilhelm ist genauso ein Verrückter wie du. Aber eure Denkmäler werden auf den Plätzen von Nürnberg stehen. An unser Haus kommt ein Schild aus Eisen. Hier lebt und starb der berühmte Peter Henlein. Und kein Mensch wird jemals wissen, dass eine Frau daran zugrunde gegangen ist. Pass mich nicht an! Du brauchst es ja nicht zu bezahlen. Du hast ja deinen Ruhm in der Ewigkeit, an dem dir so viel liegt. Aber ich, was habe ich? Ich habe nur den Schmerzen, nur die Qual und nur das Opfer. Aber das ist jedes Mannes Dünkel und Hochmut, dass er glaubt, seine Frau ist nur für ihn da. Sie hat für ihn zu leben und zu sterben. Denn das glaubst du doch in deinem Herzen, in deinem falschen Herzen. Aber ich werde dir eine Antwort geben. Im Namen aller Frauen der Erde antworte ich deinen männlichen Dünkel und Hochmut mit diesen meinen Fingern. Lass die Uhr! Sie soll nicht mehr da sein! Durch ihre mädchenhaft junge Ausstrahlung, ihre echt blonden Haare und den Augen, die in ihrem tiefsten Blau an die Farbe nordischer Fjorde erinnern, wurde Christina Söderbaum zum Idol von Millionen von Zuschauern und zu einer der bestbezahltesten Schauspielerinnen im Dritten Reich. Niemand sonst verkörperte so glaubwürdig Naturromantik, Reinheit und Unverdorbenheit. Harlan nutzte diese Ausstrahlungen als Projektionsfläche für seine bevorzugten schicksalsträchtigen Geschichten. Christina Söderbaum wird berühmt für ihre zahlreichen Filmtode. Du musst mir helfen, Amma. Und ich weiß, du wirst mir helfen. Du hast doch auch noch eine Mutter, nicht wahr? Na siehst du, wohnt sie hier in Paris? Ja. Nur stell dir mal vor, du willst deine Mutter besuchen und kommst nach Hause und sie ist nicht mehr da. Die Nachbarn sagen, deine Mutter, die hat nie hier gewohnt. Alles, was ihr gehört hat, ist verschwunden. Sogar die Tür, an der sie immer auf dich gewartet hat. Wie würde dir da wohl zumute sein, Amma? Würdest du da nicht auch zu deinen Freunden laufen und sie um Gottes Willen bitten, dir zu helfen? Ich hab doch keine Freunde hier, Amma. Ich hab doch niemanden, den ich fragen könnte, was ist geschehen, was habt ihr mit meiner Mutter gemacht? Ich hab nur dich, Amma. Alle anderen lachen mich aus oder lügen mich an. Du wirst mich nicht anlügen, Amma. Du wirst mir die Wahrheit sagen. Denn du weißt sie doch, Amma. Ich bitte dich von Herzen, Amma. Ihre Mutter? Ja. Sag's doch. Ich
Ich kann ja verstehen, dass Sie in Sorge um Ihre Mutter sind. Aber ich muss Sie allen Ernstes bitten, mein Hotel mit Ihren weiteren Besuchen zu verschonen. In diesem Hause kann Ihnen niemand Auskunft geben, weil niemand etwas weiß. Und damit basta. Sie lügen, Herr Dompierre. Ich will doch einmal sehen, ob Sie vor der Polizei auch lügen werden. Während der Film Kohlberg ihres Ehemannes Veit Harlan noch als propagandistischer Durchhaltefilm angesehen wurde, musste er sich wegen Jud Süß nach dem Krieg gerichtlich verantworten, weil er den antisemitischen Streifen nicht verweigert hatte. Harlan wurde 1950 von der Anklage Verbrechen gegen die Menschlichkeit freigesprochen. Erst danach spielte Söderbaum wieder in Filmen ihres Mannes, konnte aber an ihre Erfolge nicht anknüpfen. Nach dem Kriege spielte sie Theater und lehnte aus Solidarität mit ihrem mit einem mehrjährigen Berufsverbot belegten Mann Filmangebote ab. Verjährt nicht auch einmal für mich die Schuld? Fragte sie sich in ihren 1983 erschienenen Memoiren »Nichts bleibt immer so«. Ab 1950 drehte sie dann auch wieder mehrere Filme mit ihrem Mann. Die Gloria Filmproduktion schickte sie und Veit Harlan nach Asien, um dort Filme zu machen, in denen neben der Handlung auch echte Elefanten und echte Palmen zu sehen waren. Diese Filme missglückten künstlerisch zwar, aber die Sehnsucht des Publikums nach der weiten Welt und der Exotik wurde befriedigt. Erst nach dem Tode ihres Mannes begann Söderbaum sich aus dem Schatten ihrer Vergangenheit zu lösen, was Respekt abnötigte. Nach 25 Jahren Gattentreue und freiwilliger Abhängigkeit stand die Witwe mit einem Berg von Schulden da. Und die Mutter zweier Söhne ließ sich zur Fotografin ausbilden, arbeitete als Mode- und Porträtfotografin und porträtierte andere Stars mit der Kamera. Im Februar 2001 starb die Schauspielerin, die in den letzten Jahren meist in München bei einem ihrer Söhne lebte, in einem Pflegeheim in Niedersachsen.